F1-23. So fangen wir erstmal gerade damit an. Ja, warum heute mal was anderes? Sie seht, wenn ich im Karriere-Tipp-Menü bin. Das liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich anfangen werden, uns eine eigene Karriere, mit einer kurzen Karriere quasi wieder ein bisschen reinzukommen, ein bisschen Fahrpraxis bekommen und, wenn wir gerade nicht davon zukommen, unsere Zweispielerkarriere zu spielen. Ich werde eine kurze Saison fahren mit 10 Rennen. Um einfach mehr oder weniger mal wieder ein bisschen Fahrpraxis bekommen. Ihr habt in den letzten Online-Rennen gesehen, dass ich überhaupt gar nicht mitfahren kann oder mithalten kann. So rum ist es richtig, bis auf ein paar Ansprüche. Und weil mir die Zweispielerkarriere die Zweispielerkarriere zu selten kommt, habe ich mir überlegt, wirklich komplett wieder auf F1 reinzugehen. Also das heißt Freitag, Samstag, Sonntag Formel 1, Freitag Training, Samstag Quali, Sonntag Rennen. Das heißt, GTA wird sich ein bisschen verschieben. Das muss ich dann nochmal machen. Ja, eigentlich sollte eigentlich unsere Zweispielerkarriere heute starten. Nur die EA Server machen uns gerade ein bisschen, ja, gerade ein bisschen den Strich. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier mehr oder weniger einmal komplett meinen Controller mal richtig hinlege. Ja, das heißt, es wird nicht passieren. Das wird dieses Wochenende nicht geplant. Ja, das heißt, wir gehen rein in eine Fahrerkarriere. Eine kurze Fahrerkarriere. Wir starten natürlich direkt in der Formel 1. Wir werden eine benutzerdefinierte Saison fahren. Mit, wie gesagt, 10 Rennen. Jetzt muss ich mal meinen Controller wieder richtig hinlegen, weil ich wollte mir eigentlich schon die Rennen ausgesucht. Das heißt, wir werden uns heute wahrscheinlich das freie Training angucken. Mal gucken, wie es aussieht. Ich entferne einige Strecken, die ich nicht so gerne fahren will. Aber dafür nehme ich wieder Strecken mit rein, wie Ungarn, wie die Niederlande. Ganze Stadtkurse brauchen wir nicht. Das Finale dann in Las Vegas, denke ich mal. Das klingt interessant, das wird wahrscheinlich spannend sein. Also starten werden wir in Australien, Kanada, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Niederlande, Monza und das Finale dann danach Brasilien als 9. und als 10. dann Abu Quatsch, Las Vegas. Ja, ich denke mal, das sollte für ein WM-Finale durchaus interessant sein. Mal gucken, wie wir das machen. Wir gehen rein auf jeden Fall und wir nehmen die eigenen Einstellungen natürlich, klar. Ich guck mal gegen die Fahrhilfen gerade. Das sollte soweit passen. Wochenendstruktur. Wir werden natürlich komplett kurz fahren. Ja, dann passt das soweit. Warte mal, ich kann ja aber mal, ich kann ja was anderes machen. Wie kann ich das so? Wetter, Tagesverkehr, Karriereeinstellung, Standard, Standard, Standard. Wir nehmen alles auf Standard, würde ich sagen. Defekttypen auch auf Standard. Dann die Regeln, Flaggen, streng schneiden, Boxensurf immersiv. Ja, aber das passt soweit. Safety Car lassen wir auf Standard, immersiv. Nee, wir machen so, wir machen das Safety Car, das hier machen wir auf Übertragung. Ich glaube, vielleicht ist es irgendwie kühler, so ein bisschen. Einführungsrunde ebenfalls auf Übertragung, nee, rein, Übertragung, genau, rote Flaggen Standard, passt perfekt. Vielleicht kriegen wir ja bald den roten Standard. Rettungsmodus habe ich rausgenommen, brauchen wir nicht. Wenn wir einen Schaden haben, haben wir die Arschkarte, würde ich fast sagen. So, wir werden alles auf Simulation fahren, wir werden natürlich, wie gesagt, auf Strecken fahren, das heißt, es wird auch Zeitstrafen geben. Mein Lenkrad ist das Thrustmaster. Eigentlich ist es ein anderes Lenkrad, aber es ist nicht weiter tragisch. Es ist eigentlich das GT300, 300 GT, GT 300, das Ferrari mit dem Ferrari Add-on. Brauchen wir nicht, soweit auszuwählen. Audio-Einstellung brauche ich auch nicht auszuwählen. Wir können also quasi mehr oder weniger direkt durch. Und darf ich? Darf ich bitte jetzt irgendwie mal fahren? Einstellung, achso, wir müssen die Einstellung bestätigen. Das machen wir doch glatt. So, Karriere mit ausgewählten Optionen betreten. So, Identität für die Karriere, nehmen wir den. Wir müssen. Darf ich mal. Wir müssen unseren Charakter erstellen. Wir müssen uns tatsächlich einen eigenen Charakter erstellen. Ich dachte mir. So, okay. Ich dachte, wir könnten einfach den ganzen Charakter erstellen und. Unseren eigenen nehmen, aber scheinbar nicht. Müssen wir mal gucken.
gucken wir mal. Also wir werden jetzt auf jeden Fall einen Spieler erstellen, Fahrer erstellen. Ja, wir werden uns auch schon einen Fahrer erstellen, würde ich sagen. Den wollen wir mal nehmen, den hier. So, Herkunft. Ich bin aus Deutschland. Ja. Name. So. Wie nennen wir uns denn? Wäre das einen fiktiven Namen, würde ich fast sagen. Wie nehmen wir denn? Ich würde einen fiktiven Namen gerne nennen. Ja, ich meine, meine ID sieht man, das weiß ich auch. Aber jetzt ist es tatsächlich auch nicht möglich, mir Vorstellungsanfragen zu schicken. Also braucht auch dich danach zu suchen, das klappt eh. Ich habe es umgestellt extra wieder. Ich hatte nämlich zwischendurch mal wieder Anfragen bekommen und das habe ich dann wieder ausgestellt, weil es einfach zu viel wurde. Ich kann eh nicht mit euch zusammen zocken, weil ich genug selber eigene Dinge zu tun habe. Also ich könnte sagen, dass wir heute tatsächlich doch kein Training bekommen, sondern quasi nur so eine kleine Art, eine Einführung, aber wenn wir die ganze Geschichte dann quasi auf einen anderen Tag machen. Nee, warte mal, wir machen es. Wie können wir uns denn nennen? Ich überlege gerade. Ich will ja nicht meinen echten Namen verwenden. Das geht ja auch niemandem irgendwas an, außer die Leute, die mich halt kennen. Ach komm, wie zum Beispiel, wir nehmen uns einfach. Ich hasse das, wenn ich meine Namen nicht drin, wenn mir nichts einfällt. Irgendwas Cooles. Ach, weißt du, wir nehmen uns einfach Peter Müller. Arschlecken. Ich hätte gerne schon einen Real. So. Bumm. So. Den Vorname brauchen wir nicht. Audioname. Haben wir den Namen drin? Oder können wir mal kurz reingucken? Ich würde ja Müller eigentlich gerne als. Was haben wir denn da drin? Also Harry Potter nehmen. Rodriguez. Ich überlege gerade, was ich einfach Carlos Rund einfach mal doch einen ausländischen Fahrer einfach nehmen. Jetzt keinen deutschen, sondern einfach einen. Das machen wir tatsächlich sogar. Der heißt jetzt nicht Peter Müller, der ist jetzt Carlos Rodriguez. Oh, mein Gott. Scheiß drauf. So. Einfach einen fiktiven Charakter. Blub. Als kurze ROD. Autoname haben wir Rodriguez. Fahrernummer. Ich überlege gerade, was sind wir denn für eine Fahrernummer für ihn? Was haben wir denn noch? 5, 6, 7, 8, 9, 12. Klar, die Originalnummer kann man nicht nehmen.
Die 17 ist übrigens auch gesperrt, wegen Bianchi damals. Ne, 99 auch nicht. Aber ich glaube, den nehmen wir für die 7. Oder? Die 6 oder GoTivi? Ne, wisst ihr was? Den nehmen wir für die 13. Unglücksnummer. Wir nehmen einfach die 13. Das ist übrigens mein. So, warte mal, jetzt muss ich nur mal kurz Herkunft nehmen. Wir sind aus, ich glaube, Brasilien wäre eine Idee, oder? Brasilien ist aus Spanien, Mexiko. Boah. Nee, wir sind einfach aus Brasilien, komm, Christoph. Obwohl, Argentinien. Komm, wir sind Argentinier. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, jetzt muss ich gucken mit meinem Avatar. Aber da irgendwie mal. Haben wir irgendwas Südländisches als Namen? Als Spieler. So. Achso, das sind tatsächlich Originalcharaktere hier. Die ersten. Das sind E-Sportler hier vorne, die ersten Namen. Ne, wir nehmen den hier. Komm. Einfach. Passt. Genau, wir müssen jetzt erstmal schauen. Also Fahrer haben wir jetzt erstellt. Wir sind Carlos Rodriguez in Argentinien. So, jetzt müssen wir gucken, was wir an Fällen mitnehmen. Leider kann ich mir keine. So, ich würde gerne Farbe. Ich bin ja. Bis wir drei Farben müssen wir nehmen, ne? Wenn was cool wäre. So, wir können ja mal hier den nehmen. Und dann müssen wir mal schauen. Wir wollen ja die argentinische Flagge gerne so ein bisschen auf den Helm nehmen. Farbe kopieren. Ja, theoretisch hätte ich das gerne so gehabt, aber scheinbar. Scheinbar will er, warte mich. Wir haben keine. Hey, Änderung verwerfen. Was anders. Dann nehmen wir nämlich hier weiß mit rein. Ich will ja so weiß und hellblau. Naja, ist egal, passt schon. Nehmen wir den einfach, den Helm hier. So, die Podiumskästen. Wir nehmen die hier, die habe ich nämlich im Store erst gekauft. Die mit dem Handy. Mit der Lächeln heißt sie. So, dann nehmen wir das mich natürlich hier das Dank an. Wir nehmen natürlich, ja, gibt es leider keinen.
So, dann passt das soweit. Helm haben wir ausgewählt. Weiter geht die Reise. Teamauswahl. So, wir dürfen uns natürlich jetzt einige Teams hier nehmen. Was haben wir denn noch? Also ich glaube, Haas haben wir noch gar nicht gefahren, ne? Haas statt Magnussen? Ich will jetzt kein Top-Team von Anfang an haben. Das wäre natürlich... Alfa Tauri wäre das schlechteste Team neben Alfa Romeo. Sauber hatten wir schon mal 2016 oder 17. Aber ich glaube, wir nehmen Alfa Tauri. Ricciardo und Yuki Tsunoda, würde ich sagen. Da würde ich aber wahrscheinlich eher den Tsunoda aus dem Team nehmen. Hier würde ich ihn wahrscheinlich eher mit dem Ding zusammenfahren. Nö, ich glaube, wir nehmen, glaube ich, tatsächlich, dann würde ich sagen, fast Alpha Tauri. Ja, aber die haben wir auch schon. Die haben wir noch gar nicht im Let's Play gehabt. Doch, aber kurz so angeschnitten, ja. Aber ich glaube, so wirklich mitgeschnitten haben wir sie nicht. Williams haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Alpine nimmt ja... Oder statt Ocon, Alpine? Nee, Alpine, wir nehmen Alpine. Und fahren statt Ocon. Der Kollege Pierre Gasly. Das wäre alles. Was wir festgelegt haben, kannst du später wieder ändern. Wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Dann gelangst du zum Teamhauptquartier und wir können anfangen, uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen. Oder warte, die machen wir... Nee, abbrechen. Das ist so, wie es ist. Oder warte, wir können ja Weltmeister werden, theoretisch. Mit Aston Martin, mit C, das haben wir ja schon gehabt, glaube ich. Hamilton hört ja auf nach der Saison. Quasi nicht hört er nicht auf, der geht ja zu Ferrari. Wir brauchen einen Fahrer, der ständig seine Team. Oder nehmen wir Ferrari. Ferrari haben wir schon gehabt mehrmals. Ist Martin, den wir graben, hat gerade in der Zweispielerkarriere. Red Bull. Hab ich Red Bull schon mal gehabt? Red Bull schon gehabt in irgendeiner Karriere? Oder nehmen wir. Wir könnten ja. Nee, warte mal, wir brauchen ja ein Team. Wir wollen ja Karre Nummer 2 sein. Dementsprechend ist es ja klar. Okay, wir könnten ja theoretisch sagen, wir nehmen Red Bull für die 10 Rennen. Nee, wir nehmen. Tatsächlich Alpine. Wir nehmen Alpine und ein Teamkollege. Oh, ich überlege, Mann, das ist schwierig. Nee, wir nehmen Alpine, wir haben es noch nicht gehabt. Oder Teamkollege, da hat Pierre Gasly. Weil Ocon halte ich nichts von. Gut. Und in der nächsten Folge geht es dann. Warte mal, wir nehmen die Einführung erstmal mit, schnell doch. Fällt mir gerade ein. Nee, wir fahren mit Alpine fahren und dann schauen wir, wie weit wir auf die Reise bekommen. So, gucken wir mal kurz nochmal schnell durch. Kann man hier irgendwas noch mitmachen? Ja, ich schaue mal gerade nicht. Aerodynamik können wir theoretisch doch. Können wir. Empfohlenes Upgrade. Standard. Chassis mitnehmen. Standard. Genug Punkte. 400 haben wir. 500 kostet das Ding. Die kosten alle so viel, ne? Okay, dann lassen wir das erstmal so sein. Carlos Rodriguez heißt unser Fahrer. Wie gesagt, wir fahren mit Pierre Gasly zusammen, haben Ocon aus dem Team rausgenommen und wollen natürlich, klar, Weltmeister werden mit Alpine. So, Einrichtung können wir noch gar nichts machen gerade. Gut, dann hüpfen wir mal rein. Wir gehen noch in die Autoverführung und sehen uns noch ein neues Auto an, mit dem wir dann um den Weltmeistertitel kämpfen wollen. Unser neuer Renner mit der Startnummer 13.
Ja, eigentlich wollte man ja einfach auch einen Franzosen uns erstellen können. Aber ja, ich habe Ocon aus dem Team rausgenommen, weil wie gesagt, ich halte von ihm nicht so allzu viel. So, gucken wir mal. Und mal schaffen wir also der Teamchef. So, wir gehen noch, machen noch schnell die Saison mit dem neuen Rennstart. Dann machen wir das los. 30. März, Grand Prix von Australien. Wie gesagt, wir fahren eine kurze Rennkarriere mit 10 Rennen insgesamt, die wir uns halt hoffentlich alle bis zum Release des neuen Games angucken. Klar, machen wir. Wir dürfen ein Interview machen oder was? Wo sehen Sie selbst in 10 Jahren, wenn ich bis zu einer Message gewinne und diese Sport, dann würde mein Traum in Erfüllung sehen. Selbstsicher. Wir sind natürlich selbstsicher. Ganz klar. Ihre Nummer 2 tritt mit dem gleichen Auto und für dasselbe Team an, aber sie sind immer noch rivalisiert. Was sagen Sie aus Gericht? Eine Partnerschaft? Behutsam. Wir wollen jetzt. Ja, wir können ja auch sagen, hier von wegen, nee, das passt nicht mit dem Team, es knallt. Aber nein, bei uns scheint wohl alles in Ordnung zu sein. So, wir starten in die Saisonpause und dann machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und da geht es weiter mit dem ersten freien Training oder den freien Trainings aus Australien mit dem neuen Team, mit dem neuen Auto. Bis dahin. Tschüss.